Der Titel meiner heutigen Kurzpredigt lautet: Darf ein wahrer Christ ein Fundamentalist sein? Wissen Sie, was ein Fundamentalist ist? Es ist dies ein sehr kontroverses Thema und dennoch möchte ich dieses Thema heute in meiner Kurzpredigt behandeln. Was kommt Ihnen vor Ihrem geistigen Auge in den Sinn, wenn Sie den Begriff Fundamentalist oder Fundamentalismus hören? Sind es vielleicht die Ereignisse des 11. September 2001? Oder ist es vielleicht der Holocaust, dem nationalsozialistischen Völkermord unter Adolf Hitler, bei dem rund 6,3 Millionen Juden ermordet wurden? Oder kommen Ihnen dabei vielleicht die Taten einzelner fanatischer und radikaler Attentäter in den Sinn, die ihren Terror verüben und meist mehrere Dutzend, wenn nicht sogar hunderte Menschen in den Tod reißen und dabei noch von sich vorgeben, diese Taten im Namen Gottes begangen zu haben? Häufig und gerade wegen solcher Taten wird Fundamentalismus mit Fanatismus verwechselt und gleichgesetzt. Man könnte aber auch an die kriegerischen Invasionen ganzer Staaten denken. Nehmen wir beispielsweise den Irakkrieg. Die USA, Großbritannien und eine Koalition der Willigen begannen im März 2003, den Irak zu bombardieren. Sie legten dieses Land in den folgenden Jahren in Schutt und Asche und destabilisierten die gesamte Region. In großen Regierungsansprachen machte die Bush-Administration damals glaubhaft, dass dies ein gerechter Krieg sei, weil der Irak Massenvernichtungswaffen besitze. Heute wissen wir, dass das eine Lüge war. Aber wie viele Menschen haben seinerzeit diesen Krieg als gerechtfertigt angesehen? Auch heute enden solcherlei Regierungsansprachen meistens mit den Worten »Gott schütze Amerika«. Bush prägte damals den Begriff die Achse des Bösen und schloss darin alle oder jene sogenannten Schurkenstaaten ein, welche sich als Aggressor der westlichen Welt und seiner Werte verstanden. Nun, im Internet finden sich gleich mehrere Definitionen unter dem Begriff Fundamentalist oder Fundamentalismus. Hier eine Beschreibung. Fundamentalismus ist eine Überzeugung, Anschauung oder Geisteshaltung, die sich durch ein kompromissloses Festhalten an ideologischen oder religiösen Grundsätzen kennzeichnet und das persönliche und das politische Handeln bestimmt. Nun, dies ist eine ausgesprochen weltliche Definition, denn auf wahre Christen ist diese Definition nicht anwendbar. Denn wahre Christen sollten sich keineswegs an politischen Geschehen dieser Welt oder vielleicht gar an Wahlen beteiligen. Denn wahre Christen wissen, dass kein Mensch, dass keine Regierung dieser Welt, auch kein politisches System diese Welt dauerhaft zu einem friedlichen Ort machen kann. Es bedarf der Wiederkehr Jesu Christi und seiner Regentschaft, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Politisch interessiert sollte ein wahrer Christ hingegen schon sein. Denn er sollte anhand des politischen Weltgeschehens und der biblischen Prophezeiung erkennen, wie nah wir an der Wiederkunft Jesu Christi sind. Doch wie sieht es mit dem wahren und ursprünglichen christlichen Fundamentalismus aus? Die Kirche Gottes könnte insoweit mit Fundamentalisten beschrieben werden, wenn wir folgende Definition aus dem Internet heranziehen. Fundamentalismus ist die Form einer Religion, die ihren Glauben in der strikten und buchstäblichen Anwendung der Heiligen Schrift aufrechterhält. Eine andere Definition sagt, unter dem Begriff christlicher Fundamentalismus werden vorwiegend solche Denkrichtungen im Christentum verstanden, die sich ausdrücklich auf die Bibel als Fundament, also Bibeltreue
und wörtlich inspiriert das Wort Gottes berufen. Sehen wir zunächst, was danach kein wahrer christlicher Fundamentalismus ist. Man versteht sich oder man gibt sich als ein wahrer Christ und ist nicht bereit, den Sabbat zu heiligen. Man heiligt lieber den Sonntag, weil man lieber einer katholischen Lehre folgt, anstatt der Bibel. Man muss ja gesellschaftsfähig bleiben. Oder man hält den Sabbat nicht konsequent, oder man heiligt ihn nicht in angemessener Weise. Die heiligen jährlichen Festtage beachtet man lieber überhaupt nicht. Wie stände man denn in der Schule da, wenn man vor Lehrern oder Direktoren erklären müsste, dass man seine Kinder an diesen Tagen nicht in die Schule schicken kann? Wie stünde man vor seinen Angehörigen da, wenn einem erklärt wird, dass man die eigenen Kinder von der Gesellschaft absondert und isoliert und sie zu Aussätzigen macht, um ein so sonderliches Dasein zu führen? Was ist mit Speisen, die uns Gott in seinem Wort der Bibel gebietet, zu meiden? Man müsste nun seinen Verwandten erklären, wenn sie für einen selbst kochen, dass der Verzehr von Schweinefleisch, Hasenfleisch, Schrimps, Schnecken, Muscheln und so weiter nicht mehr möglich ist. Weil man aus der Bibel, dem Wort Gottes, die strikte Anweisung erhält, dass diese Dinge für einen wahren Christen zu meiden sind. Man versteht sich oder gibt sich als ein wahrer Christ und gleichwohl lebt man in Unzucht, indem man sexuellen Verkehr mit einem Partner des anderen Geschlechts hat, ohne verheiratet zu sein. Weil man in dieser Hinsicht die Lehre der Bibel als nicht verbindlich ansieht. Man versteht sich als ein wahrer Christ und gleichwohl befürwortet oder toleriert man Homosexualität und gleichgeschlechtliche Ehen, weil dies dem heutigen Zeitgeist entspricht. Man versteht sich als ein wahrer Christ und gleichwohl zahlt man nicht den Zehnten oder nicht in voller Höhe, obwohl Jesus Christus zu den Pharisäern sagte, dass man dies tun soll. Man versteht sich als ein wahrer Christ und gleichwohl wäre man bereit, sich scheiden zu lassen aus nicht biblischen Gründen. Oder man bricht die Ehe, weil einem nach einer anderen Person gelüstet. Man versteht sich als ein wahrer Christ und gleichwohl wäre man bereit, ein ungeborenes Kind abzutreiben, aus welchen Beweggründen auch immer. Wussten Sie, dass Gott ein abgetriebenes Kind in der zweiten Auferstehung zu einem physischen Leben auferwecken wird? Und dass eine Mutter, die ihr Kind abgetrieben hat, zu diesem Zeitpunkt ihrem Kind gegenüber Rechenschaft abgeben muss? Wie würde eine solche Unterhaltung aus Sicht der abtreibenden Mutter aussehen? Aber wie sehen die Anforderungen Gottes an einen Christen aus? Du sollst nicht töten, sagt uns das sechste Gebot. Mord oder sogar schon Hass sind nicht etwas, was mit Gottes Namen und seinem Wort in Verbindung gebracht werden kann. Und somit auch nicht mit christlichem Fundamentalismus in Verbindung gebracht werden kann. Ein Christ wird von Gott aufgefordert, seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst. Wer seinen Nächsten liebt, der tötet ihn nicht. Krieg und auch das Töten auf Befehl hin ist demnach Mord. Ein wahrer Christ kann und darf also niemals waffentragender Teil einer Armee sein. Kriegsdienst mit der Waffe zu verrichten und auf Befehl andere Menschen zu töten, ist gegen das Wort Gottes. Dies darf auch nicht geschehen, wenn dies auf Befehl passieren sollte. Ganz im Gegenteil, Gott lehrt den Menschen in allen Dingen maßvoll zu sein und sich von Extremen fernzuhalten. Wir lesen in Römer 12, Vers 3, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand von sich halte oder von sich mehr halte, als es ihm gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte. Ein jeder, wie Gott
das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. In Philipper 2, Vers 3 bis 4 lesen wir, tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. In 2. Petrus 1, Vers 5 bis 7 lesen wir, so wendet alle Mühe daran und erweist in eurem Glauben Tugend und in der Tugend Erkenntnis und in der Erkenntnis Mäßigkeit und in der Mäßigkeit Geduld und in der Geduld Frömmigkeit und in der Frömmigkeit brüderliche Liebe und in der brüderlichen Liebe die Liebe zu allen Menschen. Was meinen Sie? Entspricht dies dem heutigen Zeitgeist? Es sind dies zwar Verhaltensregeln für Geschwister in der Gemeinde im Umgang miteinander, aber Gott sagt dies zu allen Menschen. Und wie viel besser sähe die Welt heute aus, wenn sich alle Menschen diese Grundsätze zu eigen machen würden? Gewalt ist also nicht etwas, was von Gott gelehrt wird. Gott lehrt den Menschen einen respektvollen Umgang miteinander. Nun, Gott lehrt uns, dass ein wahrer Christ ein Fundamentalist sein muss. Sonst ist er kein wahrer Christ. Lesen wir dazu Lukas Kapitel 6 und die Verse 47 bis 49. Und ich lese dies aus der Zürcher Bibel. Lukas Kapitel 6 und angefangen in Vers 47. Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und danach handelt, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der als ein Haus baute, tief aushob und das Fundament auf Fels legte. Als dann Hochwasser kam, riss die Flut an jenem Haus und sie vermochte es doch nicht zu erschüttern, weil es gut gebaut war. Wer sie aber hört und nicht danach handelt, ist ein Mensch gleich, der ein Haus auf den Erdboden baute, ohne Fundament. Als dann die Flut daran riss, stürzte es sogleich ein und der Einsturz jenes Hauses war groß. Aber wer oder was sollte nun der Grund oder das Fundament unseres Hauses, also unseres Lebens sein? Lesen wir dazu 1. Korinther Kapitel 3 und die Verse 9 bis 11. 1. Korinther Kapitel 3 und angefangen in Vers 9. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Gottes Ackerfeld und Gottes Bau seid ihr. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben wurde, habe ich als kundiger Baumeister das Fundament gelegt. Ein anderer baut darauf weiter. Jeder aber sehe zu, wie er darauf weiterbaut. Vers 11. Denn ein anderes Fundament kann niemand legen, als das, welches gelegt ist. Jesus Christus. Das Fundament unseres Glaubens muss also Jesus Christus sein. Nach ihm allein muss sich unsere christliche Lebensweise ausrichten. Bezieht sich dies nun ausschließlich auf die Aussagen und die Lehren des Neuen Testamentes? Braucht man also lediglich und ausschließlich die Aussagen im Neuen Testament als verbindlich anzusehen? Und kann man dann den Rest der Bibel verwerfen? Nun lesen wir dazu Epheser 2, die Verse 17 bis 22. Epheser Kapitel 2 und angefangen in Vers 17. Und er kam und verkündete Frieden euch, den Fernen und den Frieden und Frieden den Nahen. Denn durch ihn haben wir beide in einem Geist Zugang zum Vater. Ihr seid also nicht nur Fremde ohne Bürgerrecht, ihr seid vielmehr Mitbürger
der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Vers 20, aufgebaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Der Schlussstein ist Christus Jesus selbst. Vers 21, durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten und wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Durch ihn werdet ihr auch mit eingebaut in die Wohnung Gottes im Geist. Die Lehre der Apostel, Neues Testament, und die Lehre der Propheten, Altes Testament, bilden also das gleiche Fundament, haben die gleiche Relevanz und gleiche Verbindlichkeit. Die Bücher müssen zum vollen Verständnis der Lehre Jesu Christi mit herangezogen werden, um den vollen Ratschluss Gottes zu erkennen. Denn die Apostel und die Propheten brachten keine andere Lehre als Jesus Christus. Vielmehr wurden sie von Gott dazu inspiriert, die Lehre Jesu Christi zu verkünden. Ein wahrer Christ muss also ein Arbeiter im Hause Gottes sein. Wenn wir also auf dem Fundament Jesus Christus bauen, dann müssen wir auch seiner Lehre folgen und wenn nötig Rechenschaft für unseren Glauben abgeben. Dies gilt ganz besonders bei der Beurlaubung unserer Kinder an Gottes heiligen Festtagen. Natürlich auch für uns selbst, bei unseren Arbeitgebern. Wenn sie selbstständig sind, dann schließen sie ihr Geschäft am Sabbat und an den jährlichen Festtagen und beurlauben sie ihre Mitarbeiter an den jährlichen Festtagen. Und ich meine, beurlauben sie ihre Mitarbeiter nicht von ihrem eigenen Urlaubskonto, sondern von ihrem persönlichen Urlaubskonto. Stellen Sie Ihre Mitarbeiter frei. Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, es wird nicht Ihr wirtschaftlicher Schaden sein. Dies gilt auch für den Umgang mit Freunden, Bekannten und Verwandten, wenn wir erklären müssen, warum wir am Sabbat an diversen Aktivitäten nicht teilnehmen können und wollen. Schließen wir Kompromisse mit der Wahrheit oder haben wir vielleicht Angst vor Menschen, die uns daran hindern wollen, die Wahrheit zu leben? Petrus gab auch einmal Rechenschaft für seinen Glauben ab. Als ihm und den Aposteln vom Hohen Rat verboten wurde, im Namen Jesu Christi zu lehren, er sagte, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir dürfen uns der Worte Jesu Christi niemals schämen, denn sonst sind wir seiner nicht wert. Christlicher Fundamentalismus bedeutet, dem Wort Gottes uneingeschränkt Folge zu leisten, ungeachtet eigener Unzulänglichkeiten, kompromisslos. Jesus Christus war in dieser Hinsicht ein Fundamentalist, denn er sagte, dass er alle Zeit den Willen des Vaters tue. Er tat dies kompromisslos, ohne auf seine Güter oder sein physisches Wohlergehen zu achten und sein Ansehen bei den Menschen dieser Welt zu achten. Tun wir den Willen Jesu Christi? In jeder Hinsicht brauchen wir heute Menschen, die auf dem klaren Fundament der Bibel auf die vielfältigen Probleme der Menschheit zugehen und helfen. Gerade in unserer Zeit, in der so viele Menschen keinen Sinn in ihrem Leben sehen, brauchen sie die frohe Botschaft des Evangeliums, dass Jesus Christus der Weg zu einem erfüllten Leben ist. Und dass er allein der Weg zum ewigen Leben ist. Sie brauchen Vorbilder mit festen Überzeugungen, die bereit sind, ihr Leben für diese biblischen Überzeugungen aufzuopfern. Wie sie in Jesus Christus und den Aposteln ein Vorbild haben. Niemand ist fehlerlos und niemand ist sündenfrei. Doch Gott blickt auf das Herz. Es geht um die Motivation. Und um den Willen zur Reue. Wenn man sündigt, wie auch David, der Schwersündigte, aufgrund seiner aufrichtigen Reue Vergebung für seine Sünden erlangte. Menschen, die sich diesem Lebensweg verschreiben, haben ein festes Fundament, einen festen Grund, der unverrückbar ist. Wie ein Fels, und der ist Christus. Insoweit, aber auch nur insoweit, sind wahre Christen, die auf dem Fundament Jesu Christi
und seinem Wort der Bibel stehen wahre Fundamentalisten.